Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem neuen alten Spiel aus dem Jahre 1997. Willkommen zu The Curse of Monkey Island oder Fluch von Monkey Island. Leider nicht aus der Feder von Ron Gilbert, der auch Teil 1 und Teil 2 zu verantworten hat, und zwar im positiven Sinne. Das macht aber den dritten Teil nicht minder toll. Nur ist es halt nicht das, was Ron Gilbert für seine Serie, ne, im Sinn hatte. Ich persönlich kenne das Spiel schon mehr als einmal, zweimal, dreimal. Ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet, wo sich einige Leute mit dran beteiligt haben, was ich auch sehr toll fand. Und dort hat sich eine Tendenz ergeben, unter anderem auch bei The Curse of Monkey Island, aber eben halt auch bei The Lost Files of Sherlock Holmes, den ersten Teil. Also nicht den ganz ersten, den ersten Point-and-Click-Teil. Und wir spielen jetzt erstmal The Curse of Monkey Island, damit es nicht ganz zu einfach wird, weil ich glaube, das kenne ich fast aus dem FF, werden wir eben halt den oberaffigen Modus spielen. Und zwar der oberaffige Modus sieht dann so aus. Geschichten von 1002 Seemännern, aber mit mehr Rätseln. Das habe ich, glaube ich, ein oder zweimal seit 97 gespielt und mit Sicherheit so vieles, wie auch bei vielen anderen Spielen, vergessen. Also man kennt noch grob den Handlungsstrang. Das heißt, es wird auch vieles, was heißt vieles, eigentlich wird alles keine Überraschung sein, wie vielleicht bei The Book of Unwritten Tales oder irgendwie anders. Lassen wir uns einfach an der Stelle überraschen. Und ich klicke jetzt hier und sage da mal viel Spaß bei The Curse of Monkey Island. Oberaffig. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Thank you.
muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Habt ihr die Fee? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Ah, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood, bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Das Schätzchen hat Courage. Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Macht die Beiboote los. Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Ach ja, Kapitel 1, das Ableben des Zombie-Piraten LeChuck. Guten Abend. Ja, kein Horror. Zumindest partiell nicht, ne? Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Bam! Und damit sind wir im Spiel. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie war ein Speichern? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, automatisch Speichern gibt's? Ist ja Hammer. Welcher Teil das ist? Das ist der dritte Teil. Wir haben jetzt den zweiten übersprungen. Bob. Das ist der dritte Teil. Der Fluch von Monkey Island oder The Curse of Monkey Island. Und ich spreng euch in die Luft, ihr miesen Hunde. Ja, genau. Er besonders. Wir sind gerade, wie man sehen konnte, von LeChuck auf sein Geisterschiff gebracht worden. Ne? Nachdem wir... das war nie so richtig klar und das sollte durch Ron Gilbert eigentlich im dritten Teil besser. Ist doch gut, Ron. Sollte eigentlich, ja, sowas einfach in Teil 2 überspringen. Den Teil können wir auch so spielen. Wir sind Standalone. Hinfort, ihr Mistkerle. Zeit denn, zu sterben. Ja, doch, Ron. Denn der dritte Teil ist nicht zwingend so, wie es ihr eigentlich geplant war. Und eure Mütter ziehen euch an wie Weiber. Und wie ich eingangs gesagt hatte, es ist nicht minder schlecht deshalb. Es ist gut, aber entspricht nicht der Trilogie, wie sie durch Ron Gilbert eigentlich im Mal Kopf schon existierte. Sehen, wie euch das hier gefällt. Ich glaube, er ist immer noch dabei, die Rechte wieder zu bekommen. Ne? Die sind jetzt bei Disney. Ich lege eure Festung in Schutt und Asche. Und wir haben hier einen kleinen Piraten. Ich muss mir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Ja. Bleib da! Der muss sein. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Wirklich? Nein, ich lüge. In diesem Fall möchte ich keine. Tut mir leid, dass wir uns nicht einigen konnten.
Kreuz noch einmal meinen Weg und ich benutze dich als Köder für die Haie. Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat würde niemals einen falschen Bart tragen. Niemals. Tust du doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Tja, erzähl mal. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klargemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum, zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen. Das ist aber nicht der Wally. Ich glaube, der Wally ist schon länger Wally. Hallo. Ja, wie gesagt, Monkey Island 3 hat fast, was heißt fast, war gleich in der Abstimmung mit einem anderen Spiel. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen das hier, weil ein anderes Spiel läuft auch bald aus und dann können wir das andere Spiel auch noch spielen. So zumindest der Plan, wenn das alles funktioniert. Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdrechen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Aha. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien, einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder. Ich brech dir die Knochen. Lora will einen Cracker. All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Aha. Ich hatte es am Anfang gesagt, wo ich begonnen habe hier, ne? Ich kenne dieses Spiel. Und nicht nur einmal, ich kenne es, weiß nicht, unzählige Male. Wir spielen den oberaffigen Modus, also den superschweren Modus. Den kenne ich nicht so. Also sprich, den habe ich ein- oder zweimal gespielt. Und seit 97, ich glaube 2005 oder so habe ich das letzte Mal gespielt, ist doch ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, es wird hier keine Stellen geben, die mich jetzt arg überraschen werden, wie in den Spielen, die wir jetzt zuletzt gespielt haben. Deswegen da bitte Nachsicht. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem sehr viel Spaß miteinander haben hier. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Selber, Karisimon, Abend. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Oh, das war schwer, das Spucken im zweiten Teil. Das war wirklich schwer. Müssen wir auch noch spielen. Das Problem ist bei diesen Spielen, also, sie sind sehr stimmlastig. Logischerweise. Wir können gerne die Talkie-Version spielen, ist ja alles da, aber ich mag doch eher das Natürliche. Also auch das Original ohne den ganzen neumodischen Auflagekram, weil der einfach so richtig gut ist, ne? Genau, mix den Grün. Genau so ist es. Und zwar den richtig Grün, der die Spucke hart macht.
Wie sehen LeChucks Pläne aus? Er arbeitet an einer geheimen Waffe. Irgendeine unglaublich mächtige Kanonenkugel. Er will sie benutzen, um die Mauern der Festung niederzuschießen, sodass seine Mannschaft die Insel einnehmen kann. Allein die Geräusche, als er sich fürs Spucken vorbereitet hat, ne? Aufwachen, Wally! Für dich immer noch Blutnase, du gemeiner Seehund! Du bist als Pirat ein Versager! Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch! Noch ein Piep und ich buchte dich ein! Noch ein Piep? Piep. Du anstößiger Mistkerl! Noch ein Wort und ich zeige es dir! Wort! Das reicht! Ich werde dich zerfetzen! Ich werde... Oh, ich kann es nicht! Ich kann es einfach nicht! Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Oh. Hat der Haken ins Auge geschlagen. Oh. Ach, ist ja schon gut. Oh. Monkey 4 habe ich bisher nie gespielt. Ach nee, doch, Monkey 4 habe ich gespielt. Wobei zerstört haben sie es nicht. Das war dieses typische, klassische Steuerungsproblem. Grim Fandango hat es vorgemacht, wie es funktioniert. Und leider hat es bei Monkey Island nicht geklappt. Wobei die Story eigentlich richtig gut ist. Aber, wie ich schon gesagt habe, es ist der dritte und der vierte Teil ist halt nicht das, was eigentlich sich angedacht war, wie es sich entwickeln soll mit Monkey Island, weil nämlich der eigentliche Urvater von Monkey Island nicht mehr mit dabei war. Der hat sich ja schon bei der Entwicklung vom dritten Teil zerkracht, weil es in die falsche Richtung gelaufen ist. Und ja. Apropos, es gibt hier keine Hotspot-Geschichte, ne? Nur mal so. Es ist Wallys falscher Piratenhaken. Ich will ihn nicht stören. Er hat einen harten Tag gehabt. Schöne Kanonenkugeln. Sprich. Nein. Sie sind zu schwer zum Tragen. Sieht wie ein Ladestock für die Kanone aus. Nehmen wir mit. Ja, Monkey Island 1 lässt grüßen. Hey, es ist eine der neuen selbstnachladenden Kanonen, von denen ich so viel gehört habe. Sanitarium, ja. Ich hab's im Archiv, also in meinem persönlichen Archiv, aber ich hab's noch nicht gespielt. Was das hier? Dann gibt's ja noch I Have No Mouth and I Must Scream. Da war die deutsche Übersetzung aber Mist, beziehungsweise broken, ne? Oh. Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel. Ist nicht so schlimm. Pass auf, wo du hinschießt! Hoppla! Bam! Auf welcher Seite stehst du? Das war ich. Entschuldigung. Das tut mir leid. Wenn du so weiter... Und tschüss. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Fies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Und den hatten wir... War es gestern? Nun, gestern war es. Diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Ich bin mir aber nicht sicher... Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Genau. Ich muss mal kurz hier weg, sonst erzählt uns... Ach, er weint ja auch die ganze Zeit. Und zwar Gulliver, ne? Hatte ja das Gleiche, die gleichen Sprüche drauf. Ich glaube, das war eine kleine Hommage an das Ganze, ne? Ah!
Genau, Murray, ja, der Dämonen-Chef. Ich sollte das wohl positiv sehen. Oh, ich hab doch nicht mit ihm geredet, ich Idiot. Ich hab nicht mit ihm geredet, verdammt. Wo hat denn der gespeichert? Toll, ganz vorne. Na, ist nicht so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm. Es ist nicht ganz so schlimm. Wir sehen ihn ja wieder. So, wir haben jetzt ein schönes Entermesser. Oh, nee. Das benötigt keinen Schnitt. Das nicht, aber das hier. Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Jetzt haben wir es ihm aber gezeigt, dem Seil. Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Wow! Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Was haben wir hier? Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Ein guter Jahrgang noch dazu. Sprudelndes Formaldehyd? Nein. Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Nimm mit. Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel aufzutreiben. Eine quadrophonische, ja, das ist schlimm, das ist schlimm. Es ist der rumreiche LeChuck, ruhmreiche. Nimm mit. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Es ist ein Diamantring. Mal gucken. Es ist ein Diamantring. Es ist immer noch ein Diamantring. Sprich mit. Nein. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was haben wir noch? Eine Musikbox. Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Ach so, Zombie-Ballerina? Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob das Ding hier noch irgendwann abstürzt oder so. Einige Spiele tendierten ja immer damit. Nein. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Okay, dann lassen wir das. LeChucks unbenutzter Kamm. Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Okay, er ist ja gut frisiert hier, ne? Schmutzige Beute, wirklich unsaubere Beute. Das ist der größte Haufen Schätze, den ich jemals gesehen habe. Woher kommt der Spruch mir so bekannt vor? Das hatten wir auch schon. Was war das mit dem Schiff, mit dem Schatz, den wir zusammengeräumt haben und alles ausgeräumt haben? Runaway war das, ne? Endlich habe ich meinen Schatz gefunden. Also bin ich doch ein echter Pirat. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Nicht von der Art, die sich öffnen lässt. Das kann ich nicht tragen. Es ist ein Damenring. Kein Pirat, der was auf sich hält, ne, würde sowas tragen. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du,
Ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist dein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Nie. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Oh. Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. Oh nein, Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Bestimmt nicht. Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nicht für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Elaine, Schatz, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich fang dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Autsch! Hammer! Was hier? Brücke kaputt. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Oh, hier ist ein geheimer Knopf. Spaßig. Das ist okay. Ein wildes Hühnchen. Ach, schnell laufen ging nicht. Siehst du, gibt immer ein paar Sachen, die man dann vermisst. Sieht gefährlich aus. Hi. Besser nicht. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn, eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Mhm. Können wir das Schild mitnehmen? Nein. Okay, können wir nicht mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwas anderes auf der Insel? Was ist das hier? Bah. Das Long John Silver Zentrum der Darstellenden Künste präsentiert Spear. Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island.